Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Die KI übernimmt nach und nach immer mehr Bereiche des digitalen Lebens, sowohl privat als auch geschäftlich. Angefangen bei den textlichen Aufgaben wie der Erstellung eines Newsletters, Social-Media-Texte, Videoskripte bis hin zur Erstellung von Bildern für den Online-Shop, die Thumbnails etc. Doch nun haben wir eine neue Stufe erreicht, die Erstellung von KI-Musik. Deshalb werden wir uns die beiden Marktführer Suno und Udio in diesem Video etwas näher anschauen, miteinander vergleichen und analysieren, welche der beiden sich für den Onlinehandel eignet. Doch wer sind wir überhaupt? Wir sind eBakery, eine ganzheitliche E-Commerce- und Online-Marketing-Agentur, als auch KI-Agentur. Solltest du also auf der Suche nach einem Experten an deiner Seite sein, klicke auf den Link in der Beschreibung und vereinbare einen Termin. Erreichen könnt ihr beide Websites erst einmal über suno.com und udio.com. Ihr müsst euch also kein Programm herunterladen. Das erste, das uns auffällt, ist der Beta-Zusatz bei Udio. Tatsächlich war Suno der Vorreiter und hat als erste Musik-KI für Aufsehen gesorgt. Vergleichen wir erst einmal die Oberfläche miteinander, stellen wir fest, dass beide ähnlich aufgebaut sind. Im Home-Bereich werden euch bereits erstellte Songs angezeigt und nach verschiedenen Kriterien kategorisiert. Aktuelle Trendsongs, Top-Kategorien, Playlists und ein Bereich für neue Songs. Eine Sache habe ich allerdings nur bei Udio gefunden. Eine Suchmaske. Wollt ihr euch beispielsweise bei Suno nur deutsche Songs anzeigen lassen, gibt es dafür keine Option. Bei Udio hingegen könnt ihr einfach ganz unten in das Suchfeld German eingeben und bekommt nur deutsche Songs angezeigt. Was wiederum bei beiden gleich ist, ist das typische Bewertungssystem. Ihr könnt veröffentlichte Songs ein Like geben, seht, wie viele Views erreicht wurden und wann diese erstellt wurden. Der einzige Unterschied ist, dass ihr bei Suno auch Dislikes geben könnt. Der zweite Bereich ist der Create-Bereich, also dort, wo ihr dann eure Songs per Prompt erstellen könnt. Bei Suno ist das ein eigenes Menü in der Navigation. Bei Udio ist der Bereich direkt mit in den Home- bzw. Discover-Bereich integriert. Zuletzt gibt es dann noch einen Library-Bereich, also eine Verwaltungsebene, in der ihr eure Songs einsehen, wiedergeben, aber auch bearbeiten könnt. Was außerdem beide Plattformen bieten, ist das Reuse- bzw. Remix-Feature. Klickt ihr auf einen Song, den jemand anderes erstellt hat, seht ihr erst einmal eine Prompt. Klickt ihr auf Reuse bei Suno, könnt ihr dieses Songkonstrukt verwenden und verändern oder erweitern. Bei Udio ist es der Remix-Button. Hier könnt ihr mit dem Varianzregler den Grad bestimmen, wie stark der Song verändert werden soll. Ihr könnt auch hier die Lyrics anpassen und anschließend auf Remix klicken. Doch schauen wir uns erstmal an, wie ein Song erstellt werden kann und starten mit dem Vorreiter Suno. Ihr habt grundlegend die Möglichkeit, die Songerstellung komplett in die Hand der KI zu geben. Damit wäre der Custom Mode deaktiviert. Wollt ihr allerdings euren eigenen Songtext integrieren, könnt ihr das tun, indem ihr ihn aktiviert. Wollt ihr allerdings nur Hintergrundmusik für eure Produktvideos erstellen, also ein Instrumental, dann könnt ihr das mit diesem Schalter umstellen. Wir deaktivieren aber mal den Custom Mode und würden dann nun einfach den Song beschreiben, den wir in unserem Kopf haben. Hier sollte am besten ein Genre benannt werden, also Pop, Elektro, Hip-Hop, Trap, Rock und wenn Lyrics enthalten sein sollen, was das Thema sein soll. Bei Udio funktioniert das im Prinzip genauso. Ihr klickt im Discover-Bereich hier oben in die Leiste und könnt euch ebenfalls für eigene Lyrics, ein Instrumental oder Auto-Lyrics entscheiden. Wenn ihr gar keine Idee habt, könnt ihr auch die Suggested Text benutzen. Wir haben das schon mal testweise vorab auf beiden Plattformen gemacht und folgende Prompt verwendet. A Hip-Hop Song about an E-Commerce Agency called eBakery. Das Resultat spiele ich euch jetzt einmal an. Zuerst Suno. Wundert euch hier nicht über die I eat the meat line. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Nun hören wir in das Audio-Ergebnis rein. E-commerce fly, loving
taste can't deny. Baby bakery got that wire. We stacking, delivering wireless H-O-T. Not curious, just delirious. They scaling shops at fit. Who better than the team? Ihr merkt also, wenn ihr der KI sehr viel Freiraum lasst, entstehen auch unterschiedliche Ergebnisse. In Song 1 ein männlicher Sänger, in Song 2 eine Sängerin. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass die Soundqualität schon beeindruckend ist. Also wir sind mit beiden KIs mittlerweile auf einem Level, das wirklich brauchbar ist. Das kann man an der Stelle schon mal sagen. Doch wie sich beide Ergebnisse technisch unterscheiden, das finden wir einmal heraus, indem wir beide Songs herunterladen. Öffnen wir beide nun in QuickTime und lassen uns die Information auslesen, wird deutlich, dass der Udio-Song eine höhere Bitrate hat. Beide sind zwar in Stereo, bei Suno sind es allerdings nur 192 kb, bei Udio hingegen 320 kb. Auf dem Papier also hochwertiger. Doch was ist, wenn der Text zwar ganz okay ist, aber ihr diesen ändern wollt? Bei Suno klickt ihr einfach auf Reuse Prompt und könnt hier den Text verändern. Ihr könntet jetzt auch noch einmal den Text in einem komplett anderen Genre interpretieren lassen. Nun wisst ihr auch, woher die I Eat The Meat Line kommt. Schauen wir nämlich mal in den Text des ersten Songs rein, sehen wir die Lyrics im Chorus. Schauen wir dann noch einmal in den zweiten Song rein, sind es exakt dieselben Lyrics, nur eben mit einer weiteren Line ergänzt. Das habe ich mit dem Reuse Prompt Feature bewerkstelligt. Wollt ihr hingegen den Song einfach nur verlängern, könnt ihr hier die Zeitangabe eintragen, nach der der neue Teil erstellt werden soll. Falls ihr beispielsweise einen vollkommen neuen Verse erstellen wollt, dann müsstet ihr Verse 3 in eckige Klammern setzen und euren gewünschten Text einfügen. Bei Udio ist das in zwei Bereiche aufgeteilt. Euch wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass der Udio-Song nur 32 Sekunden lang ist. Das liegt daran, dass immer nur die Main-Section erstellt wird. Ihr könnt nun mit Extend ein Intro hinzufügen, eine Section vor oder nach der Main-Section und ein Outro ergänzen und somit euren Song auf 2 Minuten erweitern. Wollt ihr die Lyrics anpassen? Dann klickt auf Remix. Hier könnt ihr die Lyrics verändern und anschließend auf Remix klicken. Eure erstellten Songs werden dann bei Suno im Library-Bereich und bei Udio im My Creation-Bereich aufgelistet. Wie ihr gesehen habt, könnt ihr diese dann von hier aus herunterladen und für eure Projekte verwenden. Doch Vorsicht! Lest euch davor die Terms of Use durch. Bei Suno findet ihr diese im Help-Bereich unter Billing. Hier steht alles zum Copyright und die kommerzielle Nutzung. Bei Udio sind die Terms of Use hier im Burger-Menü aufrufbar. Da wir an der Stelle keine Rechtsauskunft geben dürfen und das auch hiermit nicht tun, lest euch selbst die Bestimmungen durch. Apropos Billing. Beide Plattformen können zwar kostenlos genutzt werden, sind allerdings eingeschränkt. Bei Suno könnt ihr 10 Songs am Tag erstellen. Achtet hier aber darauf, dass immer pro Prompt automatisch 2 Songs erstellt werden. Das wären dann also 5 Prompts am Tag. Mehr Songs pro Tag könnt ihr mit dem Pro- und dem Premiere-Plan erstellen, die zudem noch andere Optimierungen bieten, wie mehr gleichzeitig laufende Prozesse. Bei Udio habt ihr ebenfalls 2 Pläne, zusätzlich aber die Option, weitere Credits unabhängig vom Plan zu erwerben. Dazu also eine kurze Zusammenfassung. Beide Musik-KIs erstellen in kurzer Zeit, ohne selbst Vorkenntnisse besitzen zu müssen, hochwertige Ergebnisse. Auf beiden Plattformen könnt ihr selbst manuelle Veränderungen vornehmen, was das Genre angeht, was die Länge des Songs angeht und was die Lyrics angeht. Suno liefert MP3-Dateien mit einer Bitrate von 192 kb, generiert die Songs aber dafür ein ganzes Stück schneller. Udio liefert 320 kb MP3-Dateien, befindet sich allerdings noch in der Beta-Phase und arbeitet langsamer. Was für euch bessere Ergebnisse liefert, ist am Ende Geschmackssache. Testet es also am besten aus. Was man grundsätzlich aber sagen kann, ist folgendes. Wie auch schon in unserem KI-Bilder-Tool-Video, was wir euch als Infokarte nochmal verlinkt haben, ist es so, dass die besten Ergebnisse entstehen, wenn man der KI so wenig Freiraum wie möglich lässt. Bei der Bilder-Prompt heißt das, genau zu beschreiben, was zu sehen sein soll, den Stil vorgeben, die Lichtverhältnisse zu definieren, die Farbgestaltung genau zu beschreiben und die Komposition zu bestimmen. Bei der Musik-KI sollte das Genre angegeben werden, soll es ein männlicher Sänger oder eine Sängerin sein, was soll Thema des Songs sein und wie ist die Stimmung des Songs.
Ein Ansatz, um selbst Einfluss auf den Text zu nehmen, ist unser kostenloses KI-Liedtext-Tool. Unsere Tools sind in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr sowohl das Thema definieren, als auch spezielle Keywords integrieren, die im Songtext vorkommen sollen. Möchtet ihr dann noch konkrete Vorgaben liefern, steht euch unser AI-Assistant zur Verfügung, in dem ihr spezifische Prompts eingeben könnt. Doch wie lassen sich beide Tools nun speziell für den E-Commerce nutzen? Als konkretes Praxisbeispiel wollen wir einmal eine Hintergrundmusik für unseren Werbefilm kreieren. Dafür würde ich mir zuerst in den gängigen Stock-Libraries Inspiration holen, beispielsweise Artlist oder Envato Elements. Das könnt ihr vollkommen kostenlos machen. Geht dafür auf elements.envato.com, damit wird euch die englische Seite angezeigt, was euch gleich Vorteile bringt. Geht dafür auf Music und gebt beispielsweise Background Commercial ein. Sucht euch einen Song aus, der passen würde. Dann klickt ihr darauf und schaut euch die Tags an. Kopiert euch die relevantesten Tags wie Corporate, Energetic, Inspiration, Upbeat, Guitar, Motivation, Pop, Background und kreiert daraus einen Prompt. Unser sieht wie folgt aus. Wir lassen nun damit mal beide KIs arbeiten. Hier seht ihr auch noch einmal im Vergleich, dass Suno deutlich schneller arbeitet. Hören wir uns die Ergebnisse mal an. Demnach erst Suno. Und nun Udio. Ihr seht bereits in den Text, dass Udio vermutlich dem vorderen Teil der Prompt mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat als dem hinteren Teil. Anscheinend hat die KI Music with Guitar mit Rockmusik interpretiert. Wir wollten allerdings eher Popmusik haben. Leider kann ich euch nicht das Originalstück von Envato zeigen, allerdings kommt das Suno-Ergebnis dem deutlich näher. Was können wir also nun abschließend sagen? Beide KIs sind definitiv konkurrenzfähig. Manche Features sind bei Udio besser, wie die Bitrate, die Stimmen klingen oft klarer und auch das Extend-Feature ist ausgereifter und übersichtlicher. Trotzdem befindet sich das Tool noch in der Beta-Phase. In unserem Praxisbeispiel hat Suno einfach die besseren Ergebnisse geliefert, war zudem schneller und ist die Musik-KI-Plattform, die sich zuerst etabliert hat. Aber Musik ist eben immer Geschmackssache, von daher probiert beides selbst aus und fällt euer eigenes Urteil. Ich hoffe, wir konnten mit diesem Video für ein wenig Klarheit sorgen. Falls ja, honoriert das doch gerne mit einem Like und Abo. Wir halten euch KI-technisch auf dem Laufenden. Solltet ihr noch Fragen dazu haben, stellt diese gerne unter dem Video in den Kommentaren. Ansonsten helfen wir euch als KI-Agentur auch gerne persönlich, euren Online-Shop ready für das neue Zeitalter zu machen. Unsere Seite ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wollt ihr hingegen noch tiefer in die gesamte Welt des Onlinehandels und Marketings eintauchen? Dann steht euch unsere Kanalmitgliedschaft bereit. Werdet Teil der eBakery Community und profitiert von den Vorteilen. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Ausprobieren. Wünscht euch euer eBakery Team.